Mein Name ist Ulrike Zobal und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie heute zum Teil 7 unserer Reihe über romantische Liebesliteratur. Und heute soll es um das Thema ewige Liebe gehen. Wir haben uns das letzte Mal einen Moment dieser modernen bürgerlichen Liebesbeziehung zugewandt, nämlich dem der Komplementarität in Polarität. Philosophisch gesehen ist das die Zeit, in der die Dialektik als Methode erfunden wird, von Fichte, von Hegel weiter geführt wird. Und dieses Moment, das man wirklich als Komplementarität in Polarität beschreiben kann, zieht ein weiteres Moment nach sich, nämlich das der über den Tod hinaus währenden Liebesbeziehung. Denn von nun an wird die Beziehung zwischen den Geschlechtern zum einen auf die zwei Geschlechter allein beschränkt, also auf die Mann und Frau. Alle anderen Geschlechter werden sozusagen ausgeschlossen und die Biologisierung der Geschlechter schreitet dann im 19. Jahrhundert vehement fort, bis hin zur Ausgrenzung, rechtlichen Ausgrenzung von Homosexuellen. Und durch diese essentielle Zuschreibung von Wesensmerkmalen, von Merkmalen auf die Geschlechter, kommt es darüber dazu, eben, dass diese Wesensmerkmale mit dem Tod nicht enden, sondern über den Tod hinaus Dauer haben in alle Ewigkeit. Und so wird ein Thema, ein wichtiges Thema dieser romantischen Liebesliteratur, die Liebe über den Tod hinaus werden. Tod und Liebe werden nun eng zusammengedacht. Es gibt in dieser Literatur viele trauernde Liebende, und oft oder manchmal führt der Tod des Geliebten dann auch zum Tod des Liebenden, des lebenden Liebenden. Denken Sie nur, ein berühmtes Beispiel, Wagner, Tristan und Isolde. Isolde, die den Liebestod stirbt, uraufgeführt 1865. Ich werde Ihnen heute Textbeispiele und auch Biografien von Schriftstellern und ihren Frauen, Geliebten bringen, die dieses Moment untermalen sollen. Beginnen tut es, wie kann es anders sein, mit Rousseaus Emile. Da wird zumindest die moderne Liebesbeziehung als eine lebenslange beschrieben. Emile, 5. Buch. Es gilt, Zitat, den Anfang der ehelichen Liebe zu schildern, die sie für immer vereint. Eine Liebe, die auf lebenslange, längliche Achtung, auf Tugenden, die nicht mit der Schönheit vergehen und auf eine Übereinstimmung der Charaktere gegründet ist, welche den Umgang so freundlich gestaltet und den Zauber der ersten Vereinigung bis ins Alter hinein verlängert. Ein zweites Beispiel, ganz berühmt, man muss immer wieder daraus zitieren, ist Luzinde von Friedrich Schlegel. Friedrich Schlegel schreibt in Luzinde: Wir sind unsterblich wie die Liebe, es ist Ehe, ewige Einheit und Verbindung unserer Geister, nicht bloß für diese Welt, sondern für die eine, wahre, unteilbare, namenlose, unendliche Welt, für immer ganzes, ewiges Sein und Leben. Ich weiß, auch du würdest mich nicht überleben wollen. Du würdest dem voreiligen Gemahle auch im Sarge folgen und aus Lust und Liebe in den flammenden Abgrund steigen. Hier wird eben nun Liebe als Liebe über den Tod hinaus verstanden, weil sie eben das Wesen der Liebenden beschreibt,
die eben in Komplementarität zueinander unauflöslich verbunden sind. Weitere Zitate aus diesem Roman: Ewige Einheit und Verbindung unserer Geister. Wahre, unteilbare, namenlose, unendliche Welt. Das ganze ewige Sein und Leben. Die Liebe über den Tod hinaus, das wird das Thema. Ohne ihn kann man nicht leben, ohne diesen Geliebten, und man muss diesem Geliebten eben im Sarge folgen. Was die Lebenswirklichkeit angeht, so sah das schon ein wenig anders aus. Und das werden wir heute in dieser Sitzung immer wieder hören. Friedrich Schlegel hat seine Frau sehr geliebt, aber das war beileibe nun keine ideale romantische Liebe. Ich erzähle Ihnen ein bisschen. Friedrich Schlegel, geboren am 10. März 1772 in Hannover, gestorben am 12.01.1829 in Dresden, der Bruder August Wilhelm Schlegel, die Brüder wichtige Personen in diesem Kreis der Frühromantiker. Und ich habe eine eigene Sitzung dem Roman Luzinde gewidmet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Roman. Friedrich Schlegel heiratete nun Dorothea Friederike, geborene Brendel-Mendelssohn. Geboren war sie am 24.10.64, also älter als ihr Mann. Gestorben ist sie am 3.8.1839, also 10 Jahre nach ihrem Mann. Sie war die Tochter des jüdischen Aufklärers Moses Mendelssohn, eine Schriftstellerin, Literaturkritikerin, eine ausgesprochen intelligente, selbstständige Frau eigentlich. Das erste Mal heiratete sie mit 18 den Kaufmann Simon Veit, bekam mit ihm 4 Söhne, 2 davon überlebten, und sie lernte nun 1797 Friedrich Schlegel kennen. Er wurde ihr Geliebter, und diese Beziehung ist verewigt in dem Roman Luzinde von 1799. In diesem Jahr ließ sie sich von Veit scheiden und bekam strenge Auflagen, was das Sorgerecht für den jüngeren Sohn anging. Den bekam sie sozusagen mit, war mit der Auflage, nie wieder zu heiraten, sich nicht taufen zu lassen, die Kinder nicht zum Christentum zu bewegen. Sie lebte in wilder Ehe mit Friedrich Schlegel, kam in den Kreis der Jenaer Frühromantiker, und die beiden übersiedelten 1802 nach Paris, in das nachrevolutionäre Paris. Und da ließen sie sich wieder alle Regeln trauen. Sie zogen nach Köln. 1804 traten sie zum Protestantismus über. Auch das war ihr ja eigentlich untersagt. Und 1808 dann schließlich sogar zum Katholizismus gemeinsam. Alle beide. Beide ließen ihre Söhne dann auch katholisch taufen und übersiedelten nach Wien. Das ist eine ganz interessante Geschichte. In dieser Zeit wird der Katholizismus sozusagen als zeitgemäßer oder moderner gedacht als der Protestantismus, den man immer seine Vernünftelei vorwirft. Der Katholik ist sozusagen den Ursprüngen dem heiligen Sein näher als der Protestant. Man übersiedelte nach Frankfurt am Main, wo Friedrich Schlegel als österreichischer Diplomat dann tätig war. Dort blieb sie dann auch und starb 10 Jahre später in der Nähe ihres Sohnes Philipp. Dorothea sagte über Friedrich Schlegel: Er ist doch ein Gott, wo nicht mehr. Und wie kann man den Künstler zum Handwerker herunterdrängen? Was ich tun kann, ihm Ruhe schaffen und in Demut als Handwerkerin Brot schaffen. Also hier eine
emanzipierte, intelligente Frau, die sich ganz diesem Mann unterordnet. Und Hannah Arendt hat über sie geschrieben: Dorothea lernt nicht die Welt kennen, sondern Schlegel. Sie gehört nicht zu der Romantik, sondern zu Schlegel. Und was bleibt, ist, dass es ihr gelungen ist, sich an einen Menschen zu hängen und von ihm sich durch die Welt schleifen zu lassen. Das ist eigentlich ein ziemlich hartes Urteil, wenn man Feminist ist, Feministin ist, wenn man für Gleichberechtigung sich ausspricht. In der Praxis war das für Dorothea Schlegel nicht so einfach, denn Friedrich Schlegel konnte sich wirklich als tyrannischer und selbstsüchtiger Ehemann produzieren. Er ließ sich gerne von seiner Frau anhimmeln, er nutzte sie aus und reagierte seine Launen an ihr ab. Dorothea Schlegel schrieb an Schleiermacher: Das Leben wird ihm so sauer und er fährt mich dermaßen an, dass ich vor Angst fast gestorben bin. Worauf ich in dieser Sitzung eben hinaus will, ist, zwischen Literatur und Realität besteht eine große Kluft. Die ewige Liebe, die ewige romantische Liebe ist ein Ideal, wie es dem Idealismus der Zeit entspricht. In der Praxis sieht die Liebe zwischen den Geschlechtern oft ganz, ganz anders aus und die Ehemänner verhalten sich oft wie wahre Machos. Ich möchte Ihnen einen zweiten Mann und seine Liebesbeziehungen vorstellen und das ist Clemens Brentano. Gelebt hat er von 1778 bis 1842. Ich lese Ihnen ein Gedicht vor. Die Klage, sie wecket. Die Klage, sie wecket den Toten nicht auf, die Liebe nur decket den Vorhang dir auf. Man liebt, und was immer das Leben belebt, mit fassenden Sinnen die Augen erhebt, das zarte Umfassen, es löst sich so bald, die Augen erblassen, es stirbt die Gestalt. Die Liebe, sie schicke die Klage ihr nach, die Liebe, sie blicket den Toten bald nach. Die Klage, sie wecket die Toten nicht auf, die Liebe nur decket das Leben dir auf. Die Liebe, die eben über den Tod hinaus wehrt und den Toten lebendig hält, das ist ein ganz beliebtes Motiv. Wenn man sich das Leben von Clemens Brentano und seine Liebesbeziehungen anschaut, dann ist das ja doch sehr erstaunlich und ein bisschen anders. Er war der Enkel der Schriftstellerin Sophie de la Roche und hatte viele Geschwister und eine davon ist Bettina von Arnim, die ich in einer späteren Zeichensetzung auch noch ausführlicher mir anschauen will. Mit seinem Freund Achim von Arnim, dem Ehemann von Bettina, hat er die Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn herausgegeben, war ein Schriftsteller und Hauptvertreter der sogenannten Heidelberger Romantiker. Er studierte Bergwissenschaften und Medizin und war mit den wichtigsten Literaten seiner Zeit befreundet, bekannt. Wieland, Herder, Goethe, Friedrich Schlegel, Fichte, Tieck, das sind nur ein paar Namen, die im Umkreis von Clemens Brentano auftauchen. In erster Ehe, 1803, war er verheiratet mit Sophie Mereau, einer Schriftstellerin, die bereits 1806 bei der Geburt des dritten Kindes starb. Die beiden ersten Kinder blieben nur wenige Wochen am Leben. Und das ist eine sehr tragische Geschichte gewesen, dieser frühe Tod dieser auch sehr wichtigen Schriftstellerin Sophie Mereau. Wenige Monate später heiratete Clemens Brentano Auguste Bussmann.
von der er sich dann aber auch schnell wieder, naja, nach 11 Jahren, 1814, scheiden ließ. Clemens Pantano war damals 29 Jahre alt, habe ich es richtig gerechnet, 1803, 25 Jahre alt, Entschuldigung, 25 Jahre alt, und Auguste war 17. Diese Ehe war nicht ohne Konflikte, es kam zu heftigen Streiten, man prügelte sich sogar, diese Auguste war eine ziemlich durchsetzungsfähige kleine Person, man beschimpfte sich und schließlich floh Clemens aus dieser Beziehung. Kaum war er von Auguste getrennt, fühlte er wieder Sehnsucht nach ihr, kehrte zu ihr zurück und dann trennte man sich erneut. Er schrieb, um diese Trennung auch zu verarbeiten, die sogenannten Dirnengedichte, in denen er Auguste ein Denkmal setzte. Das Ganze endete, wie gesagt, in einer Scheidung und dann nimmt dieser Lebenslauf von Clemens Pantano doch eine sehr erstaunliche Wendung an. Clemens setzt sich dann an das Krankenbett einer Nonne namens Katharine Emmerich und will ihre Visionen aufschreiben. Das Ganze wird sehr esoterisch. Katholizismus als eine doch eben sehr magische Religion, so wird sie in dieser Zeit diese Religion aufgefasst. Dann verliebt er sich in Luise Hensel, die damals 18 Jahre alt ist, er ist 38, und schließlich kehrte er in die katholische Kirche zurück und schrieb katholische Erbauungsbücher. So sieht in der Praxis die Liebe über den Tod hinaus aus. Das können Sie jetzt selber beurteilen, was man davon zu halten hat. Ich nenne Ihnen einen weiteren Autor, Novalis. Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, gelebt hat er 1772 bis 1801, aus norddeutschem Adel, der Jura in Jena studierte und Kontakte zu Friedrich Schiller bekam, Goethe begegnete, Herder, Jean-Paul, befreundet war mit Tieck, Friedrich Schelling, mit den Gebrüdern Schlegel, also auch ein Mann, der in der Gesellschaft der Frühromantiker in Jena immer wieder zu finden war. Novalis lernte mit 21 Jahren 1794 Sophie von Kühn kennen. Die war damals 12 Jahre alt. Und er verlobte sich ein Jahr später mit ihr, zumindest inoffiziell, 1795. Das ist noch ein weiteres Moment, was uns beschäftigen wird. Die Geliebten werden oft sehr, sehr jung geschildert. Sie sind fast noch Kinder. Sophie von Kühn stirbt am 19. März 1797 mit 15. Nach einer schweren Erkrankung, sie litt an Schwindsucht. Und dieser Tod prägte Novalis ganz stark, prägte seine Dichtung ganz stark. Er romantisierte diese Liebesbeziehung zwischen ihnen unter der Todesdrohung angesichts der Krankheit Sophies und sagte, dass er sie ihrer Krankheit wegen fast mehr liebte. Er stilisierte seine Verlobte zu einer der edelsten Gestalten, die je auf Erden gewesen sind und sein werden. Seine Trauer war unermesslich. Es folgte ein vollständiger Selbst- und Weltverlust. Zitat: Mit ihr bin ich von allem getrennt, denn ich selbst habe mich fast nicht mehr. Er litt an Todesfantasien. Sie ist gestorben, so sterbe ich auch, die Welt ist öde, leer, Zitat Ende. Er will der Geliebten, Zitat, nachsterben. Er will sich mit ihr im Tode wieder vereinigen, im Himmelreich zueinander finden
und die Selbstmordgedanken werden immer stärker. Er besuchte regelmäßig ihr Grab, schmückte es mit Blumen, betete dort. Er drapierte ihre Lieblingskleider auf ihrem Bett so, als läge sie noch dort. 60 Jahre später wird das Königin Victoria in England auch für ihren verstorbenen Gatten Albert machen. Unterbrochen wird diese Trauer, diese Melancholie von sehr, wie er sagt, lüsternen Gefühlen, die er für seine verstorbene Geliebte dann doch hegt. Und es kommt dann dazu, dass es sich dann ja auch nicht so viele Jahre später, nämlich 1798, zum zweiten Mal verlobt mit Julie von Charpentier. Aber literarisch hält er die Treue zu Sophie. Er schreibt die Hymnen der Nacht, die blaue Blume, Ofterdingen, das sind die Werke, die man von Novalis kennt und die ihn berühmt gemacht haben in der romantischen Liebesliteratur. Auch hier sehen wir ein ganz starkes Auseinanderklaffen von literarischem Ideal und der Realität. Es gibt ein sehr hübsches Märchen von ihm, 1802 veröffentlicht, Hyazinth und Rosenblüt. Und das ist ein Märchen, in dem es um einen Jungen und ein Mädchen gibt, die wie im Paradies leben, die mit Tieren und Blumen sprechen. Und dann aber treibt eine Sehnsucht Hyazinth in die Welt hinaus. Er sucht nach dem Ursprung der Dinge, die Mutter der Dinge. Er sucht die verschleierte Jungfrau. Und schließlich findet er in der Behausung der ewigen Jahreszeiten seine frühere Jugendfreundin Rosenblüt wieder. Er schläft dort ein, hat einen Traum. Dieser Traum führt ins Allerheiligste. Er steht vor der himmlischen Jungfrau und siehe da, der Schleier hebt sich. Es ist Rosenblüt. Also das männliche Prinzip, was in die Welt hinauszieht, aber dann eben zum ewig weiblichen Naturparadies zurückkehrt. Das ist dieses Märchen, drückt das eigentlich sehr, sehr schön aus. Ich zitiere. Sein Herz klopfte in unendlicher Sehnsucht und die süßeste Bangigkeit durchdrang ihn in dieser Behausung der ewigen Jahreszeiten. Unter himmlischen Wohlgedüften entschlummerte er, weil ihn nur der Traum in das Allerheiligste führen durfte. Wunderlich führte ihn der Traum durch unendliche Gemächer voll seltsamer Sachen, auf lauter reizenden Klängen und in abwechselnden Akkorden. Es dünkte ihm alles so bekannt und doch von nie gesehener Herrlichkeit. Da schwand auch der letzte irdische Anflug wie in Luft verzehrt und er stand vor der himmlischen Jungfrau. Da hob er die leichten glänzenden Schleier und Rosenblütchen sank in seine Arme. Wir wenden uns dem letzten Autor dieser Sitzung zu, Theodor Fontane. Gelebt hat er 1819 bis 1888, geboren in Neuruppin, gestorben in Berlin, Schriftsteller, Journalist, Kritiker. 2019 wurde ganz groß das 200-Jahr Fontane gefeiert. Er gehört nicht mehr zum Kreis dieser frühen Romantiker, sondern er wird zum sogenannten poetischen Realismus gerechnet. Aber auch bei ihm ist dann immer wieder ein Abglanz dieser romantischen Liebe zu finden. Er schreibt zum Beispiel: Wiedersehen ist unsere Hoffnung. So bitter der Tod ist, die Liebe vermag er nicht zu scheiden. Aus dem Leben ist er zwar geschieden, aber nicht aus unserem Leben. Denn nie vermöchten wir ihn tot zu wähnen, der so lebendig unserem Herzen inne wohnt. Wie sah die Realität aus?
schauen wir uns ein wenig seine Biografie noch einmal genauer an. Der Vater war Apotheker. Fontane kam aufs Gymnasium, in die Gewerbeschule in Berlin, ließ sich zum Apotheker ausbilden und verlobte sich 1845 mit Emilie Rouanet Kummer. Gelebt hat sie von 1824 bis 1902. Und sie heirateten dann auch tatsächlich am 16.10.1850. Fontane, ein in der Gesellschaftspolitik aktiver Mann, er kämpfte in der Revolution 1848 mit, schrieb politische Texte neben Novellen und Gedichten. Und er heiratete, wie gesagt, diese Emilie und sie blieben bis zu seinem Tod beisammen. Emilie bekam 7 Kinder von ihm, einige starben, einige überlebten. Seine Tätigkeit als freier Schriftsteller führte ihn nach London. Er hielt sich lange in London auf, kehrte immer wieder zurück, betätigte sich auch als Reiseschriftsteller, wurde dann zum Beispiel auch 1870 als Spion in Frankreich verhaftet und hat große, wichtige Romane geschrieben. Und ich denke, viele von Ihnen werden Effi Briest kennen, die Geschichte einer Frau, die ihren sehr viel älteren Mann betrügt und gesellschaftliche Ächtung erfährt. Und daran prangert er die bürgerliche Moral an. Fontane stirbt am 20.09.1898 in Berlin, wie gesagt 4 Jahre vor Emilie. Es sind aus ihrer Beziehung 751 Briefe erhalten. 570 davon von Theodor Fontane, 180 von Emilie. Sie haben hunderte von Liebesbriefen ausgetauscht, weil er eben oft nicht bei ihr war. Fontane war ein sexuell aktiver Mann, was ja schon zeigt, dass sie 7 Kinder bekommen haben. Er hatte vor seiner Heirat 2 uneheliche Kinder mit einer anderen Frau. Man beteuerte sich immer wechselweise seiner Liebe, aber ganz klar geht hervor aus seinen Briefen und vor allem auch aus dem, was Emilie schreibt, dass er überhaupt kein Verständnis hatte für ihre Situation als doch alleinerziehende Mutter in schwieriger ökonomischer Lage. Er hat sich dafür nicht interessiert und hat ja sich nicht drum gekümmert. Fazit: dass die romantische Liebe, das romantische Liebesideal zeigt ein eklatantes Auseinanderklaffen zwischen Literaturfiktion und Realität. In der Realität haben sich die Männer sehr, sehr oft doch auch als Machos geoutet. Aber als Ideal in dieser Zeit, in der der Idealismus in der Philosophie Fuß fasst und gedacht wird, gilt die Liebe bis zum Tod und über den Tod hinaus. Das bleibt das romantische Ideal. Wie gesagt, die Realität war oft nicht so schön. Man kann fast sagen, manchmal war sie auch grauenhaft. Und über das Grauen in der romantischen Liebe werden wir auch sprechen müssen. Denn das Grauen dringt auch in die Liebesbeziehung ein. Wenn man mit dem Geliebten bis über den Tod hinaus verbunden bleibt, dann kann es eben passieren, dass der Tote einen aus der Gruft, aus dem Grab heraus stalkt und nach dem Lebenden greift und das Grauen, das wir dann aus den Gräbern immer wieder sehen, in der Literatur sehen werden, das wird uns einmal auch in einer Zeichensetzung beschäftigen. Edgar Allan Poe ist dafür ein berühmtes Beispiel für diese Literatur.